Ja, also was Sie durch diesen Vortrag erfahren haben, ist, der New Deal war ganz anders, als wir uns ihn bisher vorgestellt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist dann der zweite Teil des Abends, kann man denn diese Erfahrungen von Roosevelt heute auf die Euro-Krise übertragen oder geht das nicht, weil heute alles anders ist? Das werden jetzt Frau Angelo und Herr Brandt diskutieren. Bevor die beiden drankommen, habe ich aber noch eine organisatorische Ansage, und zwar ist es so, dass wir hier in einer Abendschule sitzen, weswegen es mehrfach gongen wird. Nicht, dass Sie irritiert sind. Es wird um 7:10 der Gong erläuten. Das ist ja schon demnächst. Um 7 dann nochmal. Und dann auch um 8. Das, um 8 ist das dann für uns auch das Zeichen, dass wir aufhören werden. Wir hatten uns das so vorgestellt, dass... aber brauchen wir noch ein zweites Mikrofon? Ach so, Sie haben sich das schon geklaut. Okay. dass jetzt nicht noch zwei... Ja, genau. Okay. Also noch eine zweite organisatorische Liste, es geht auch noch eine zweite organisatorische Ansage, es geht eine Liste durch die Reihe und da müssten Sie sich dann eintragen. Ja, wir hatten uns das so vorgestellt, dass wir jetzt nicht noch zwei weitere Vorträge machen, sondern das mehr im Gespräch miteinander klären. Eigentlich bin ich Journalistin, deswegen würde ich das dann eben auch gerne journalistisch machen. Kleine Interviews sozusagen, als wären wir im Radio, ein bisschen so wie die Fireside-Chats, die Roosevelt veranstaltet hat, obwohl er natürlich nicht erlaubt hat, dass man ihn unterbricht und Fragen stellt. Aber so machen wir das jetzt hier auch. Als erstes kommt Herr Brandt dran. Und was mich hier interessieren würde, ist, Herr Schulmeister hat ja eigentlich zwei zentrale Thesen vertreten, nämlich das eine ist, im Wesentlichen war der New Deal ein Spiel mit Erwartungen, also materiell hat sich gar nicht so viel verändert. Und die zweite These war ja, Hauptsache man reguliert erstmal den Finanzsektor dann und konzentriert sich sozusagen auf die Kreditnehmer, also beispielsweise auf die überschuldeten Häuslebauer. Und auf diese Weise könnte man dann, oder deswegen ist die Krise in den USA bewältigt worden, ließe sich das sozusagen auch auf die Euro-Krise 1:1 so übertragen. Ja, erstmal schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch den Organisatorinnen und Organisatoren, dass Sie das organisieren. Ich arbeite ja am Institut für Politikwissenschaft im neuen Institutsgebäude und da ist das mit dem Gong noch lustiger, dass man über eine eingespielte Stimme mitbekommt, wie man das Gebäude zu räumen hat, weil es dann um 10 abgeschlossen wird. Also ist hier alles ganz harmlos. Ja, vielen Dank für die Fragen. Wir werden das noch vertiefen. Erstmal freue ich mich über dieses Setting. Das möchte ich ausdrücklich sagen, dass das hier nicht als Schlagabtausch geplant ist von Positionen, sondern als gemeinsames Nachdenken darüber, wie kann progressiv, emanzipatorisch in der Krise agiert werden. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir diese Räume hier haben. Und jetzt in der historischen Analogie mit dem New Deal, also herzlichen Dank auch für diese sehr intensive Darstellung, fand ich einen Punkt interessant, nämlich, dass Roosevelt, wenn man so will, eine Politik der Kräfteverhältnisse gemacht hat. Ihm war klar, und das ist ja wirklich wunderbar rausgekommen in dem Vortrag von Stefan Schulmeister, dass die mit den Finanzmärkten verbundenen Akteure ganz schnell angegriffen werden müssen, geschwächt werden müssen, um anderen Akteuren in breiten Bündnissen, der Begriff ist zweimal gefallen, gestärkt zu werden. Und da wäre meine Frage heute, wie sieht die Kräftekonstellation aus? Welche Akteure, ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfacht, Industrie, auf der Industrieseite, aber im Bündnis natürlich mit Gewerkschaften, Arbeiterkammer, anderen, mit Parteipolitik, wären in der Lage und auch wären willens, diese, ich sag mal, das Finanzkapital an die Kette zu legen. Und das sehe ich nicht. Wir sind weiterhin in der aktuellen Krisenkonstellation in neoliberalen Kräfteverhältnissen. Und vor wenigen Wochen gab es ja Initiativen zur europäischen Finanzmarktregulierung und BASF, also ein Industrieakteur, hat das am Ende sozusagen ganz geschwächt, ja, und hat interveniert, dass es nicht zu weitgehenden Regulierung kommen. Das finde ich ganz wichtig festzuhalten. Also Roosevelt hat sehr bewusst eine Politik der Kräfteverhältnisse gemacht und nicht nur gesteuert. Dann wäre eine Rückfrage, darf ich noch? Ja, natürlich, also Sie sind ja gerade in Fahrt, ja. Die Frage, die sozusagen generell an eine keynesianische Politik wäre erstens, ist die kapitalistische Ökonomie so steuerbar? Das kommt in dem Vortrag von Stefan Schulmeister, der Roosevelt hat das und das gemacht. Und in bestimmten Krisensituationen hat er mit großer Klugheit, mit vielen klugen Beratern in der Administration, waren ja auch viele dezidiert Linke, die auch sozusagen politische Erfahrung hatten, das war nicht Roosevelt alleine und sein Beraterstab, haben in dieser historischen Konstellation was erreicht. Und das ist schön dargestellt worden. Aber die generelle Frage ist ja, wie weit
ist denn die kapitalistische Ökonomie steuerbar? Inwieweit können eben, ich sage jetzt nochmal, Industrieakteure zu Investitionen gebracht werden und jetzt natürlich auf heute bezogen, noch viel stärker unter globalisierten Verhältnissen? Also was heißt es denn heute für bestimmte Akteure in Österreich und in Europa zu investieren? Was heißt es denn auch für Gewerkschaften, bestimmte Forderungen zu stellen, die an sich legitim sind, nämlich höhere Löhne, Arbeitszeitverkürzung, aber unter Bedingungen einer kapitalistischen Ökonomie? Also generell kann die kapitalistische Ökonomie weitgehend gesteuert werden? Das ist eine grundlegende Frage. Ich würde mal sagen, ich will es hier nicht labeln zwischen einer keynesianischen und einer marxistischen Ausrichtung. Aber das Zweite ist auch nochmal zeitdiagnostischer und dann wäre ich für die erste Runde fertig. Was bedeutet das unter globalisierten Bedingungen? Inwieweit können eben die berühmten Exit-Strategien gefahren werden von Finanzkapitalakteuren und inwieweit müssen, und das meine ich nicht defätistisch, sondern inwieweit müssen andere Strategien auch gefahren werden im Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 32, 33. Ich habe noch eine Nachfrage. Also wenn man sich überlegt, warum war der Finanzsektor so schwach in 1933, dass Roosevelt mit denen auch einfaches Spiel hatte? Oder warum mussten gleich nach dem Amtsantritt von Roosevelt erstmal alle Banken geschlossen werden? Dann lag es ja daran, dass man die Banken ab 1931 nicht gerettet hat. Nicht? Es gab zwei Jahre lang einen permanenten Bankrun. Viele Banken waren sowieso schon pleite, weil die Sparer das Geld entfernt hatten. Das heißt, der ganze Finanzsektor war schon tot, bevor Roosevelt überhaupt erst ankam. Also deswegen die Frage an Sie. Würden Sie jetzt sagen, also Sie sagen ja hier heute der Finanzmarkt ist viel zu stark oder dagegen kommt die Politik nicht an. Würden Sie sagen, es war ein Fehler, die Banken zu retten? Denn das ist ja der Unterschied zu 1933. Diesmal eine Pleite, Lehman Brothers hat 2008 alle überzeugt, dass man alle weiteren Banken retten muss. War das ein Fehler? Hätte man sozusagen jetzt im Rückblick alle Banken flächendeckend pleite gehen lassen sollen? So, ich meine, in 1929 bis 33 haben die Sparer in den USA alle Geld verloren. Nicht? Einfach, also es war sozusagen nicht nur, die haben nicht nur ihren Arbeitsplatz verloren, sondern auch noch ihr Erspartes. Das heißt, was würden Sie sozusagen davon noch für übertragbar halten? Ja, das ist schwierig, das ist Kaffeesatzleserei, weil ich würde weiterhin meinen Punkt machen, was sind die Kräfte, also was sind die Initiativen einer klugen Politik, den Banken oder dem Finanzsektor, der natürlich viel mehr ist als Banken, der auch in anderen Bereichen viel mächtiger ist als Banken, aber auch die Banken, den Banken zu sagen, so geht's nicht weiter, also einen Versuch zu machen von Politik, dass es Regulierungen gibt, an die Banken sich halten müssen. Ich will es an einem aktuellen Beispiel machen, jetzt nicht auf Österreich bezogen, sondern auf Griechenland bezogen, wenn Sie sich erinnern, der Wahlkampf im Mai 2012, Mitte 2012, ein Stück weit gegen Syriza, also gegen einen Akteur in Griechenland, die versucht hätten, wenn sie die Wahl gewonnen hätten, wirklich da progressive Krisenlösungen auch in Griechenland zu machen und nicht weiter das Austeritätsregime. Und wenn Sie sich erinnern, ich habe sehr überrascht damals Zeitung gelesen, dass immer gesagt wurde, die wollen ja aus dem Euro raus, ne? Was gar nicht stimmte programmatisch bei Syriza. Aber eine Konstellation, die politischen Akteuren, die es ernst meinen, eine Initiative überträgt, dass sie sagen, ja, wir agieren wirklich gegen die Finanzmarktakteure, Banken und anderen und würden auch drohen, ich glaube, die würden gar nicht aus dem Euro raus können, weil das alles so verschlungen ist, ja, aber sie drohen mit einer bestimmten politischen Initiative, zweiter Punkt wäre eben die Finanztransaktionssteuer, die Akteure wirklich zu schwächen. Und was wir eben heute nicht haben, angesichts der aus meiner Sicht weiter neoliberalisierten Kräfteverhältnisse, überhaupt von politischen Akteuren den Mut, die Initiative zu übernehmen, starke Akteure zu schwächen. Also ich will nicht die Kaffeesatzleserei machen, was wäre gewesen, wenn außerdem könnte es die Ökonomie viel besser, was wären die Effekte gewesen, sondern mein Punkt wäre, was wären die politischen Initiativen, und das sollten wir gemeinsam überlegen, auch heute, die politischen Initiativen, die dann eine starke Unterstützung haben, um Finanzmarktakteure zu schwächen. Also aus Ihrer Sicht fehlt eigentlich sozusagen die klare Definition des Gegners, die ja laut Herr Schulmeister von Roosevelt vorgenommen wurde, nicht? Der einfach gesagt hat, die Wall Street ist mein Gegner, dass das eben fehlt. Frau Angelo, wenn Sie jetzt sozusagen die Analyse von Herrn Schulmeister sehen, was den New Deal angeht, nicht? Was halten Sie denn dafür für heute übertragbar? Oder glauben Sie auch, wie Herrn Brandt so ein bisschen, die Lage ist eigentlich gar nicht vergleichbar? Erstens glaube ich nicht, dass der Uli gesagt hat, die Lage ist nicht ganz vergleichbar, sondern ich glaube, er hat ein paar zentrale Elemente rausgenommen. Das andere ist, also mir hat Stefan dein Vortrag auch sehr gut gefallen. Ich denke, das eine, das was klar ist, sozusagen Geschichte wiederholt sich nicht, das ist logisch, aber nichtsdestotrotz, man kann aus ihr lernen. Also
Kreisky ist auch schon zitiert worden, Geburtstag ist auch da, also insofern kann man sich dieses, kann man sich diese politische Ansage zu Herzen nehmen. Was, glaube ich, ganz relevant ist und ganz wichtig ist, ist das, was der Stefan am Anfang gesagt hat, diese Frage von Finanzmarktregulierung. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Europa, vielleicht wäre das so ein Teil der Analyse, zwar schon gelernt hat, unter Anführungszeichen, aus sozusagen der Wirtschaftskrise, und vor allem aus den europäischen Folgen der Wirtschaftskrise. Und das ist ja auch interessant, natürlich, man braucht sich sehr historisch noch anschauen. Ich meine, die USA, das war ein Kampf sozusagen oder ein Gegenmodell zum Faschismus. Ja, also das, was in Europa stattgefunden hat, war eine ganz andere Konsequenz sozusagen aus der aus dieser ökonomischen Situation. Also insofern hat es schon eine Schrecksekunde gegeben. Und in dieser Schrecksekunde sind auch Dinge passiert, die durchaus, jetzt nicht gerade die erste Aktion der EZB, aber einige Dinge, die sozusagen sinnvoll waren. Also koordinierte Konjunkturpakete zum Beispiel, ja, oder die Frage, sich auch zu koordinieren oder G20-Gipfel zu machen und sich ganz stark zu committen und zu sagen, ich reguliere.